die Oster. Sie gibt dem Ostertal seinen Namen und entspringt im Naturpark Saarhunsrück. Die Quelle befindet sich etwas westnordwestlich von Oberkirchen in Richtung Reitscheid. Die Osterquelle, oder sind es mehrere Quellen, finden wir südöstlich des Fusselbergers und nordwestlich des Mittelberges, ein Ausläufer des Weiseberges, das heißt die Oster entspringt am Fuße beider Mittelgebirgszügen. Man erreicht das Feldgebiet entweder von Reitscheid aus kommend oder man läuft von Oberkirchen aus dem Barfußweg entlang und später den Weisebergrundwanderweg. Man kann mittlerweile auch in Freising auf der alten Bahnstrecke der ehemaligen Westrichbahn genannt Fritz-Wunderlich-Radwanderweg entlang laufen bzw. mit dem Fahrrad fahren, hat dann unterwegs herrliche Panoramablicke auf das Quellgebiet und verlässt dann ca. 1 Kilometer vor dem ehemaligen Grügebronner Bahnhof den Fritz-Wunderlich-Radwanderweg. Die Abzweigung ist nicht zu verfehlen, da sich hier ein Feldweg mit dem Wanderweg kreuzt. Dieser Feldweg führt direkt an der Quelle der Oster vorbei und fährt direkt nach Oberkirchen in die Feldstraße. Die Oster durchfließt dann die Orte Oberkirchen, Hauptweiler, Osterbrücken, vorbei an Hof, durch Markt, Niederkirchen und an Saal vorbei. Hier nimmt sie das Wasser der Bubach auf. Bubach liegt in einem Seitental des Ostertales. Von Saal aus fließt sie dann in Richtung Werschweiler und Dörrenbach und Fürth. Hier unterquert sie dann die B420, fließt durch Fürth und dann bis zur Hanauer Mühle durch ein Tal, welches vollkommen der Natur überlassen ist. Es ist wohl die schönste Strecke, welche die Oster durchfließen wird. Von der Hanauer Mühle aus geht es dann weiter durch Hangard nach Schwiebelskirchen, wo sie dann in die von Norden kommende Gliesmündes. Auf ihrem Weg bis zur Mündung hat die Oster gute 30,7 Kilometer hinter sich gelassen und bewältigte einen Höhenunterschied von gut 210 Meter. Ihre bedeutenden Zuflüsse sind bei Hoppersweiler die Selchenbach, in Mar der Grügelbach, welcher den Ort Hof durchläuft. Wie bereits erwähnt fließt in Saal die Bubach zu, in Niederkirchen bringen Dombach und Tiefenbach einiges an Wasser hinzu. In Werschweiler ist es der Lautenbach, nicht zu verwechseln mit dem Lautenbach in Lautenbach. Bei der Hanauer Mühle fließt der Schönbach, oder auch Lautenbach von Lautenbach herkommend, der Oster zu. Thank you.
Thank you.